Hallo und herzlich willkommen zum Marktüberblick von tradingportal.net. Wir haben Mittwoch, den 19. September 2018. Tja, da wurden gestern wohl einige böse überrascht. Da hat Donald Trump die nächsten Strafzölle verhängt. China hat reagiert, eigentlich schlechtes Szenario. Und die Börsen, was machen sie? Sie drehen nach oben. Tja, da sollten wohl einige Bären abkassiert werden. Ein Grund ist sicherlich auch der Verfallstermin dann am übermorgen mittlerweile. Und ja, und so ganz negativ waren eben die Meldungen eben doch nicht mehr. Sie wurden einfach schlicht und ergreifend schon erwartet. Und die Zeitkomponente, dass erst die nächste Stufe dann 2019 starten soll, das freut einfach die Börsen. Bis dahin kann eben noch viel passieren. Bis dahin gibt es auch ein Treffen der Präsidenten Amerika-China im November. Da kann auch noch viel passieren, ne? Da alles, was so aufs Zeit gespielt wird, da freut sich die Börse gerne drüber. Und das war eben gestern der Fall. Und da haben wir die negativen Nachrichten wurden schlicht und ergreifend aufgekauft. Es gab einen kleinen Short-Squeeze. Wir hatten das Vorwochenhoch überwinden können und stehen nun vor einer nächsten wichtigen Widerstandszone. Das ist das mittlere Bollinger Band im Tagesschart. Das sehen wir uns gleich an. Hier haben wir erstmal noch den DAX-Wochenchart. Hier ist die aktuelle Wochenkerze. Wir sehen, die Vorwochenkerze konnte überwunden werden. Es hat die letzte Vorwochenkerze hat auch ein bisschen angedeutet, dass wir ein neues Hoch sehen könnten. Jetzt erst zur Wochenmitte. Und die nächste Zone wäre nun 12.220 bis 12.230, sofern das Vorwochenhoch verteidigt wird. Also bei 145, 125. Das verteidigt wird, wäre das die 220, 230 nächste Zone. Und übergeordnet bei hohem Wochenschluss wäre dann auch der S&P 100 hier bei 12.350, welchen ich euch im Wochenausblick schon näher gebracht habe, eine weitere interessante Zielmarke. Auf der Unterseite, wenn das aktuelle Wochenhoch fällt, das wäre die 12.040, geht es hingegen wieder über 12.000, so 11.950, 11.930. Mittlerweile wird es sehr unwahrscheinlich, weil im Verfallstermin dieser untere Bereich zusätzlich abgesichert ist. Durch den Wochenstart hätte man auch runtergehen können, aufgekauft werden können, aber nun sind wir so weit oben, dass man kann sehr wahrscheinlich nicht mehr dorthin hinlaufen sollen bis zum Verfallstermin, dass man eher das obere Ziel abarbeiten. Und das schauen wir uns mal hier im Tagesschart an. Links der Future, rechts der Xetra DAX. Ich hatte euch ja erzählt, als wir hier runtergefallen sind, unser Ziel, die KI-Unterkante erreicht haben, dass als Konsolidierungsziel sehr gerne das mittlere Bollinger Band herangezogen wird. Und das verläuft heute hier bei 12.223. Wäre eine wichtige Anlaufmarke auf Wochensicht und vielleicht sogar auch schon heute durch einen soliden Start oberhalb der Widerstandszone, welche jetzt eine Supportzone ist, 12.125, 145, wenn wir da oberhalb reinkommen, könnte diese Zone hier heute unsere Tagesrange darstellen. Ne? 145 knapp, 125 Richtung 220, 230. Nur unterhalb, wenn wir diese Zonen wieder hergeben, die 125, 145, geht es abermals zurück, die alte Spanne Richtung 12.040. Viel tiefer dürfte es auch nicht gehen. Die Sch Bären haben auf alle Fälle die Chance, heute etwas höher zu steigen. Gut, was haben wir hier sonst noch zu erwähnen? Das ist eigentlich schon unsere wichtige Zielmarke, die heute abgearbeitet werden könnte. Oberhalb vom mittleren Bollinger Band, besonders auf Tagesschlussbasis, ne, könnte sich der DAX langsam freischaufeln Richtung 350, falls es wirklich so weit kommt. Aber ich denke, am mittleren Bollinger Band steht schon ein gutes Ziel da. Da kann ich euch hier nämlich nochmal beziehungsweise zeige ich euch ja hier selten im Tagesausblick, wo haben wir ihn? Genau, den 60-Minuten-Chart, den Stunden-Chart. Da erkennt man nämlich die einzelnen Marken auch sehr gut. Wir hatten es hier zuletzt in dieser Woche zwischen diesen beiden Retracements der aktuellen Bewegung aufgehalten. Das war die 12.040 und die 12.145 haben wir uns hier drin bewegt. Gestern eben der kleine Squeeze darüber hinaus. Neues Wochenhoch ausgebildet. Dann wieder schwächer, aber dann doch wieder stabilisiert. Also wenn wir jetzt dieses Retracement verteidigen, rutschen wir automatisch Richtung 50er Retracement, welches auch passenderweise bei knapp 12.230 verläuft. Also Zielmarke 220, 230 ist nur sehr relevant. Und wenn man jetzt hoch reinkommt, der Future steht stabil in dieser Retracement-Zone. Dann könnte diese heute auch aktiv sein von 145, gerne auch 125 noch bis zur 220, 230. Das könnte heute unser Spielraum bleiben. Und dann wäre der Tag dann auch schon gegessen. Und dann könnte man dann langsam gemütlich Richtung Verfallstermin schauen,
Die Positionierung ist aktuell schon gar nicht mal so verkehrt. Gut, das soll es dabei gewesen sein, als solider Start. Dann hätten wir eine Spanne von 125 zu 145 Richtung 220, 230. Mehr muss es heute nicht werden. Oberhalb einer Aufhellung Richtung 350, unterhalb wieder geht zurück hier zur Unterkante Richtung 12.040. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, zu hören und wir sehen uns dann gleich im Trading-Chat auf tradingportal.net. Bis gleich, ciao.